Braucht die Welt einen weiteren Podcast? Ich glaube, nein, bis auf einen zumindest, und zwar den von unserem Freund und Mastering-Engineer Björn Schlüter und meiner Wenigkeit Jonas vom Recording-Blog. Und wenn du auch der Meinung bist, dann bist du hier genau richtig. Mehr gleich nach dem Intro. Los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und willkommen zu einer Premiere, zu einem Piloten quasi von einem Podcast. Ich habe es gerade schon gefragt, braucht die Welt einen weiteren Podcast? Wahrscheinlich nicht, aber diesen einen, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Björn und ich sitzen hier zusammen im Storia Mastering Studio, sage ich immer, aber er sagt nur Storia Mastering. Wir sitzen hier also zusammen im Storia Mastering und haben gerade überlegt, dass wir auf jeden Fall diesen Podcast mit und für euch machen wollen. Und das Ganze soll veröffentlicht werden zum ersten Mal dieses Jahr, der Pilot, am 20. März auf den offiziellen Podcast-Portalen, da wo man Podcasts heutzutage hört und runterlädt und so weiter. Aber wie soll er heißen? Wir sind uns beide nicht einig. Mein Vorschlag war, mach mal lauter, der Recording-Blog-Podcast. Björn ist nicht so begeistert. Ich bin nicht so ganz begeistert, deswegen erlaube mir noch mal einen kurzen Aufruf an euch zu starten, an die Recording-Blog-Familie. Schreibt doch bitte mal unten in die Kommentare hier von unserer Pilotfolge, wie ihr den Podcast, den offiziellen Recording-Blog-Podcast gerne genannt haben möchtet. Wenn ihr da tolle Namensvorschläge habt, dann einfach unten in die Kommentare. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten, nicht mit der ersten Folge, mit der Pilotfolge. Ja, mit der Pilotfolge. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir einen Podcast starten würden. Also, wir drehen uns mal so, als wenn wir so uns dann halten würden. Björn! Tag! Na, wie ist Jonas, schön, dass du wieder mal hier bist. Vielen Dank für den Kaffee. Und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, weil der Weg hier war, eigentlich wollte ich zwischendurch schon aufhören, hierher zu fahren, weil das Wetter war so schön. Ich hab gedacht, wolltest du lieber ein bisschen spazieren gehen? Ich hau mich einfach lieber in die Sonne und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber dann habe ich gedacht, ich gebe so einen guten Kaffee im Storia Mastering, dann hau ich mir den einfach mal weg. Also ganz ehrlich, Kaffee ist ja ein ganz wichtiges Thema, ne? Und ich glaube, wir sollten auch langfristig in dem Podcast tatsächlich drüber nachdenken, ob wir nicht so einen Endorsement-Vertrag vielleicht mit einschlägigen Barista oder so vielleicht bekommen. So ein persönlicher Barista, der uns den Kaffee immer so reinreicht. Das haben wir da, Monsieur, darf ich Ihnen einen Kaffee bringen, Ingrid? Wir haben ja in Münster haben wir ja die Röstbar, ne? Ja, und, genau. Wir haben tatsächlich zu Weihnachten haben wir ein Paket mit gerösteten Bohnen geschenkt bekommen. Leider wusste der Schenkende nicht, dass wir überhaupt gar keine Kaffeemühle haben. Also musste ich erstmal zum großen A oder sonst wo irgendwo hin und mehr. Filtermaschine oder was? Nein, eine Filtermaschine haben wir halt, aber wir haben halt eben nicht diese Kaffeemühle, mit der man aus den Bohnen dann halt Pulver macht, um daraus dann Kaffee zu machen. Also musste ich erstmal diese Mühle besorgen und seitdem sind wir total begeistert. Es gibt so eine Münstermischung vom Kaffee von der Röstbar das ist furchtbar teurer Kaffee. Also wahrscheinlich ist er preiswert, aber da kostet das Kilo, ich glaube, 32 Euro. Okay. Was echt viel Geld ist für den Kaffee. Ne? Vor allem, wenn man überlegt, dass man irgendwie ein halbes Kilo irgendwie für 2,99 irgendwie beim Aldi hinterher geschmissen kriegt. Entschuldigung. Aber dieser eine Kaffee am Tag, den machen wir dann nur einmal am Tag, das ist so, man zelebriert das richtig so. Der Kaffee kommt so in die Maschine und also erst wird er gemahlen, dann kommt du riechst es schon so, es ist so ein ganz, ganz umfassendes Erlebnis, einfach diesen Kaffee zu genießen. Und vor allem, wenn man so viel Kaffee trinkt wie ich am Tag, dass ich den teilweise mehr wegbringe als trinke. Das kann ich bestätigen, ja. Das heißt, ihr macht Kaffee zu Hause bei euch noch ganz klassisch tatsächlich mit einer Filtermaschine, also noch kein Vollautomat oder ähnliches. Ich bin kompletter Verfechter von Filterkaffee. Es gab ja eine Zeit lang so diesen Hype, dass man Kaffee dringend aus so einem Vollautomaten brauchte. Der musste mindestens gepresst werden. Ein Freund von mir hatte sogar irgendwie so einen, wo du erst so mit dem Stempel den Kaffee in so ein Ding rein, dann runterhaken, dann 435 Watt dann kommt der richtige Kaffeegenuss raus oder sonst was. Ist ja dieser italienische Espresso-Kaffee. So Barista-Maschine heißt es dann, glaube ich, tatsächlich. Ne? Aber ich habe dann darüber immer wieder festgestellt, nee, ich bin klassischer Filterkaffeetrinker. Was mich aber jetzt wiederum nicht davon abhält, tatsächlich da eine gepflegte Bohne reinzuhauen. Und das macht schon echt einen Unterschied. Also hin und wieder mache ich es auch tatsächlich so, dass ich mir einfach heißes Wasser mache und dann einfach zwei Löffel von dem frisch gemahlenen Kaffee in die Tasse rein, heiß Wasser drauf, umrühren, Brütkaffee. Ja, wie wir genau. Den früher gehabt haben, ne? Vom Feinsten. Okay. Und dann schön mit dem Käffchen an den Rechner. Und ich habe ja jetzt offiziell den Titel, dass ich ein Studio bin.
Ich habe mein Studio, habe ich Junior Studio genannt, weil, ja, das ist ganz, ganz komische Geschichte. Ich habe damals, als ich mich bei der GEMA angemeldet habe, ich habe Musik gemacht für das erste Album, für die erste DVD von Mario Barth. Okay. Da kamen so kleine Filmchen zwischendurch und da musste Musik drunter und die habe ich gemacht und habe ich gedacht, damit ich ein bisschen was davon abkriege, melde ich mich bei der GEMA an. Und dann sagten sie, wie heißen Sie denn? Ja, Jonas Wagner. Ja, den Namen gibt's hier schon. Jonas Wagner Junior? Geht das? Ja, das geht. Das können wir machen. Alles klar. Jonas Wagner Junior. Ich hätte Jonas Wagner der Zweite. Ja, genau. Nee, ich bin jetzt vorne. Also bin ich der Erste. Ja, verstehe. Aber Junior fand ich gut. Und deswegen nenne ich mein Studio persönlich Junior Studio. Ne? Mhm. Also wenn mich einer fragt, wie heißt dein Studio? Junior Studio. Und jetzt bin ich aber offiziell ein Studio, weil ich eine Lavalampe habe. Also ich habe keine Kosten und Mühen gehabt, 37,95 Euro auszugeben, um mir eine Lavalampe zu kaufen. Und jetzt bin ich offiziell ein Studio. Habe ich gedacht, habe ich auch meiner Frau erzählt, Schatz, ich bin jetzt ein echtes Studio. Und dann hat sie gesagt, wo ist dein Sofa? Ich dachte, suchst du schon wieder Streit? Das gibt's ja wohl nicht. Habt ihr das denn irgendwie abschließend klären können bei einer Kanne bester Münstermischung aus der Röstbar? Besser Bohnenkaffee. Ja, also die Gedanken gingen dann, ich habe das dann mit einem Freund diskutiert, der ein bisschen häufiger mal zum Mischen zu mir kommt. Mhm. Und der sagte, na gut, ist doch ganz einfach. Dann versetzt du die Tür einfach da, machst die Tür zu, stellst ein Sofa hin. Ich sage, ja, wo steht mein Schlagzeug? Wir sind noch nicht final dazu gekommen, meinen Multifunktionsraum tatsächlich nur aufs Studio zu trimmen. Ich möchte das auch ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einfach ein Bild eines Sofas. Vielleicht könntest du deine Frau damit so austricksen, indem du einfach so ein schönes DIN A3 Bild einer schönen Ledercouch oder so. Da bin ich auch gebranntes Kind, weil ich habe eine Tür, die ist im Hintergrund von meinen Videos immer zu sehen. Wenn ich in eine Kamera reinspreche, sieht man hinter mir eine Tür, da sind so meine Beatles-Fans drauf. Daneben ist aber eine weitere Tür und die ist weiß. Und dann habe ich gedacht, was machst du da drauf? Irgendwie bestellst du einfach irgendwie, am besten wäre es natürlich, wenn da ein geiler Stack stehen würde, so ein High-Watt-Gitarrenverstärker. Ja. Ne? 2x12 Zoll Boxen oben, Topteil drauf. Habe ich gegoogelt, habe ich geebayt. Bei eBay habe ich gefunden, lebensgroßer High-Watt-Stack auf, das nennt sich dann auch nicht transparent, fällt mir gleich ein. So eine Leinwand quasi. Ja, so ungefähr. So, ne? Und habe das dann in England bestellt für, schlag mich tot, irgendwie Fuffi oder so. Plus Versand, plus alles. Da habe ich gedacht, das sieht jetzt schon ziemlich cool aus im Hintergrund, weil Kamera, 3D kannst du eh nicht erkennen, ob das ein echter Stack ist oder nicht. Ne? Machst du einfach auf die Tür, ist dieses weiße Loch da weg. Und dann habe ich gewartet, eine Woche, zwei Woche, drei, fünf, acht, mir mal erlaubt, mal nachzufragen, wie es aussieht, dann einen Fall eröffnet, dann irgendwann mein Geld wieder gekriegt und damit war das dann auch schon verschwunden. Der Anbieter, den gab es gar nicht mehr irgendwie. Das fand ich sehr schade, weil, also normalerweise hätte ich mich jetzt einfach nur geärgert, vielleicht sogar, wenn das Geld weg gewesen wäre, aber in dem Fall ging es wirklich darum, dass ich dieses Poster hätte haben wollen, weil ich einfach dieses Loch immer noch nicht gefüllt habe. Das heißt, ich suche immer noch eine Lösung, irgendwie halt einen echten Marshall-Stack oder einen High-Watt-Stack in dem Fall, Marshall habe ich ja schon im Hintergrund stehen, den auf diese Tür drauf zu kriegen, damit dann im Hintergrund das so aussieht, als wenn da dieser Stack stehen würde. Vox fände auch noch ziemlich cool. Vielleicht kannst du ja mal bei der Bravo nachfragen, ob die so einen Verstärker mal in den Starschnitt gibt's das überhaupt noch? Ja, ja, tatsächlich. Ein Freund von mir, die werden auch hoch gehandelt. Ein Freund von mir, der hat den Original-Beatles-Starschnitt aus der Bravo von, ich glaube, 63. Ja. Da ist überhaupt nicht mehr ranzukommen. Den hat der, weil Beatles lebensgroß, hat der bei sich im Studio an der Wand hängen. Und ich starr da jedes Mal so drauf. Es gab zwei Starschnitte von den Beatles. Es gab nicht von vielen Bands zwei Starschnitte, schwieriges Wort. Aber von den Beatles gab es zwei. Und der hat den einen da halt, weiß ich an der Wand, ich denke jedes Mal, ach Gott, den hätte ich jetzt auch gerne. Aber naja, kommt Zeit, kommt Beatles-Starschnitt. Ist geschenkt. Hast du denn letztes Mal, als du hier warst, bei mir im Studio, da haben wir eine Mixkritik, glaube ich, aufgenommen, ne? Ja, genau, von diesem Weihnachtssong mit dem Bläsern. Mit der Big Band. Ja, mit der Big Band, genau. Sehr schön, ja. Ja, coole Nummer. Kam ja auch eine coole Mail von demjenigen, der das uns zur Verfügung gestellt hat, ne? Total, er hat alles bestätigt, was wir gesagt haben. Schon mal gut, wir sind also keine Scharlatane. Genau. Da hattest du mein altes Rack mitgenommen. Konntest du das eigentlich mittlerweile in deinem Studio mal integrieren? Tatsächlich. Ich hab hinten bei mir am Schlagzeug jetzt dein Rack dahingestellt. Ja. Das war ja 12 HE, glaube ich. Ja, richtig. Hab da Schubladen reingebaut, habe also jetzt da ein bisschen mehr Platz, habe das andere 4 HE Rack, was ich hatte, noch oben drauf gestellt. Ich habe jede Menge Rackspace. Sehr gut. Ich weiß aber nicht, womit ich ihn füllen soll. Ich habe aus allen Ecken und Enden habe ich irgendwie alte 19 Zoll Geräte rausgezogen und alles mal übereinander. Also das ist ganz einfach, Jonas. Da weiß ich einen super Weg.
so ein Manultec-EQ, der hat schöne 4 HE. Du meinst, ja? Ich sollte den in so ein Rack reinstellen, dass ich nie anschließe? Naja gut, aber wenn du schon mal 3 übereinander machst, ja, dann hast du nicht nur die Wirtschaft enorm angekurbelt, sondern du hast auch dafür gesorgt, du kannst ja einen schwarzen, einen grauen, einen schwarzen zum Beispiel nehmen. Es hätte ja dann auch wieder so ein bisschen... Ne, da gibt es sie ja in blau und in gelb, da könnte ich einen... Da kannst du ja mal nachfragen vielleicht. Wir haben noch einen ganz guten Draht. So ein Ukraine-Sympathie-Manultec. Oh, das wäre schön. Mehr oder weniger. Nee, aber gibt es übrigens von Wes Audio, wenn ich da mal kurz einwerfen darf. Wes Audio ist ja ein Hersteller von analoger Hardware aus Polen. Und die haben sich ja seit ein paar Jahren darauf verschrieben, quasi analoge Geräte zu bauen. Vor allem diese 500er-Serie, 500-Series. Die sind analog, aber werden digital gesteuert. Also per USB. Achso, du hast ein Plugin quasi, über die du die steuern kannst? Genau. Oder die? Ah, okay, ich habe ja den, auch von Wes Audio, den NG Bus Comp heißt ja. Dieser schwarze Kompressor oben rechts bei mir im Rack. Das ist quasi die große Mastering-Version sozusagen. Und es gibt aber halt auch diese 500 Series. Und da gibt es jetzt eine Sonderedition von dem Dayan oder Dayon oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist quasi so ein SSL-Klon, VCA-Kompressor. Da gibt es 50 Stück von in den Ukraine. Ich gucke auf unseren Pegel. Wir machen ja Podcast und mein Pegel ist auf jeden Fall da. Sag du mal kurz was. 1, 2, 3, 4. Ah, wir machen hier also kein Fernsehen, sondern wir nehmen tatsächlich wirklich auf. Also red weiter. Also, klappt. Ja, alles sehr klar. Gut. Von SSL, also ein Klon vom SSL. Quasi, genau. Und da gibt es 50 Stück von. Und die Frontplatte ist halt in den Farben der, in den Nationalfarben der Ukraine. Und da ist auch das... Wappen der Ukraine drauf. Okay. Und diese 50 Stück, oder der Erlös von diesen 50 Stück wird komplett gespendet. Wow. Ne, und weil Res Audio eben in Polen sitzt, natürlich ja, klar, die ganz nah dran sind, eine tolle Aktion auf jeden Fall an der Stelle. Aber vielleicht kann man den Phil von Manutech ja auch mal nach einer Sonderprägung fragen. Wäre auf jeden Fall eine unterstützenswerte Aktion. Aber so hättest du auf jeden Fall das Problem mit, also zu viel Rackspace habe ich ja auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, zu viel Rackspace habe ich tatsächlich, weil ich habe das gestern noch mal in einem Coaching gesagt, da wurde ich gefragt, wie viel ich mit Outboard arbeite, was ich von Analog-Summing halte und so weiter. Mhm. Und ich habe vor vielen Jahren habe ich mal eine Summing-Kette gehabt, also eine Analog-Summing-Kette. Da hatte ich bei einem Hersteller aus Tschechien, der baute auf speziellen Transformer-Basis, baute der so Analog-Summing-Boxen. Mhm. Passiv. Und da hatte ich mir dann von Creamware, war das heute Ferrofish, hatte ich mir so ein ADAT DA-Wandler besorgt. Die haben dann 16 Spuren ausgespielt, davon 2 Stück. Das heißt, ich hatte 16 Stereokanäle gehabt, die dann in die Summingbox reingegangen sind. Aus der Summingbox raus in einen Preamp, wenn ich das richtig erinnere, und aus dem Preamp noch in einen Mastering-Kompressor und daraus dann wieder in den DA-Wandler, in den AD-Wandler, in den Rechner rein. So. Und da hat er mich gefragt, was ich davon halten würde. Und ich habe gesagt, prinzipiell eine gute Idee. Ich habe das damals gehabt, aber mir war es, für mich persönlich war es für meinen Workflow für einen Eimer, weil du halt diesen extrem linearen Workflow dann hast, der für mich nicht gepasst hat. Klanglich mache ich da gar kein Fragezeichen dran. Es war wirklich das Gefühl bei dem Analog, also das war ein irrer Aufwand. Ne? Überleg mal, zwei von diesen Wandlern dran, Preamp, Summing Box und so weiter und so fort. Da warst du locker im Bereich von 4.000, 5.000 Euro. Klanglich war es so tatsächlich, dass jedes Instrument noch so ein bisschen mehr seinen Platz hatte. Jedes Instrument schien so ein bisschen mehr Luft um sich drumherum zu haben. Und insgesamt klang es so ein bisschen so, als wenn einer so eine dünne Decke von den Boxen nochmal runtergenommen hat. Und ich konnte das überprüfen, weil ich da, weil ich dazwischen hin und her schalten konnte. Ja, klar. Ne? Und dann habe ich aber gedacht, aber auf der anderen Seite dieser irre Aufwand, den du da betreibst, also finanziell und halt die Einschränkung beim Workflow, dass du wirklich, wenn du mal eben kurz ausspielen willst und mal eben ein MP3 davon mit ins Auto nehmen möchtest, musst du es erst durch die komplette Kette jagen, aufnehmen, ausspielen, komprimieren, Stick und dann ins Auto oder halt einfach in the box. Und ich bin dann tatsächlich am Ende des Tages bei in the box geblieben. Ja, wie du schon sagst, es ist der Workflow. Ne? Am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass wenn du zum Beispiel jetzt professioneller Mixing-Engineer bist. Das heißt, du machst den ganzen Tag von morgens bis abends nichts anderes. Ja. Du kriegst Spuren geschickt.
auf welchem Level jetzt auch immer, kriegst Spuren geschickt und misch das. Hast vielleicht deine SSL oder Neve-Konsole auch vor dir stehen oder auch nicht. Quasi, genau. Ja. Oder hast eben eine Summing Box. Viele arbeiten ja auch mit diesem Two-Bus, heißt es, glaube ich, von Dangerous Music. Ne, da gibt es ja auch noch so eine Vorgängerversion, so eine ältere Summing-Dings-Geschichte von denen. Wenn du nichts anderes machst und du weißt, ich werde jetzt hierfür bezahlt, das ist mein Hauptjob. Ich mache den Mix in 2-3 Stunden und dann spiele ich den aus und dann schicke ich den an den Kunden. Und dann sagt der Kunde vielleicht, ich möchte an der Stelle das anders haben, an der Stelle das anders haben. Okay, dann machst du es und jagst es halt nochmal durch im Endeffekt. Das ist aber dann inhaltlich eine ganz andere Geschichte. Absolut. Als wenn du jetzt komponierst, produzierst, ein bisschen guckst, mach ich so, füge ich noch was hinzu an Elementen oder so, ne? Ja. Und das war tatsächlich, also vielleicht würde das heute mehr in meinen Workflow reinpassen, aber tatsächlich ist mir dieses nonlineare Arbeiten, ist mir dann doch lieber, ich könnte ja auch theoretisch, gibt es ja mittlerweile Plugins in Studio One, in Logic, in allen DAWs irgendwie, wo du dann auch externes Gear einbinden kannst, also wo du, was weiß ich, du hast eine Lunchbox mit 500er Modulen drin, irgendwie, die hast du verkabelt über was weiß ich, bei meinem Apollo geht das dass du so viele In- und Outs hast irgendwie, ne, und kannst das dann per Plugin quasi direkt einbinden. Ohne Pipeline heißt das bei Studio One. Ja, genau, das misst auch die Latenz aus und gleicht das aus und so weiter. Das ist schon alles ganz cool irgendwie und trotzdem am Ende des Tages bist du dann doch darauf abonniert, dass es dann zumindest, also vielleicht werde ich da nochmal eine Änderung vornehmen, um es einfach nochmal auszuprobieren. Ich muss aber ehrlich sagen, und das war auch mein Fazit dann gestern in diesem Coaching, dass ich gesagt habe, der Aufwand wäre mir zu groß, auch der finanzielle Aufwand und Rackspace, da sind wir wieder im Thema. Auf der anderen Seite habe ich aber das Summing, was in der Universal Audio Luna drin ist. Die haben das nachgebildet, dieses analoge Summing. Und ehrlich gesagt, ich habe das noch nirgendwo so gut gehört wie da. Okay. Und es war, also da kann man jetzt drüber diskutieren, was da in dieser Luna passiert, keine Ahnung, was da passiert. Ist das dann nicht irgendwie so Tape? Die Luna ist ja eigentlich weniger als DAW konzipiert, sondern eigentlich eher Recording-Software, so nennt die sich auch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber die ist halt wirklich so einem analogen Studio nachgebildet, ne? Die hat also wirklich, also erstmal dieses Summing, kannst du von Neve oder von API kannst du so ein Summing kaufen. Dann hast du für jeden Kanal kannst du eine Tape-Emulation reinladen. Du kannst in jeden Kanal natürlich alle Plugins reinladen und so weiter. Aber ist es dann auch so, das ist ja dieses Summing und auch dieses Tape-Summing und so, was da angeboten wird. Das Problem ist ja eigentlich, wenn du das digital machst, also in the box auch nachstellst mit Emulation, dass du ja nie diesen Crosstalk. Das ist natürlich da alles mit drin, ne? Das kriegst also du das ja ist da schon da. Ja, das kriegst du bei Studio One ja auch. Das heißt, wenn du bei Studio One diese Konsolen, diesen Console-Shaper nimmst, den ich ganz furchtbar finde, dann kriegst du dieses Crosstalk simuliert irgendwie und auch Geräusch dazu addiert und was auch immer die da machen. Ich finde, es klingt ganz furchtbar. Es gibt ja auch einen bekannten Plugin-Hersteller mit dem berühmten Analog-Knopf auf seinen Plugins. Ja, da kann man auch dein Lieblingshersteller, ne? Genau, da gibt man so ein bisschen Rauschen hinzu. Mit dem großen W, das umgedrehte M. Aber ja, genau, da kommt ein bisschen Rauschen dazu oder was auch noch immer irgendwie. Aber bei der Luna ist es halt tatsächlich so, wir haben es ausprobiert. Also ein Kumpel und ich haben es ausprobiert und haben gedacht, so, wir haben jetzt hier von seinem Drummer haben wir Spuren zugeschickt bekommen. Mhm. So ein Drummer, mit dem er zusammenarbeitet, und der schickt ihm immer dann Spuren. Und wir haben die Spuren genommen und haben die einmal in die Luna gezogen und haben die einmal ins Logic reingezogen. Also beide zwei ausgewachsene DAWs, beide arbeiten auf 64-Bit-Basis und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, mach mal. Und dann habe ich im Prinzip die Spuren angelegt, habe dann auf alle Spuren quasi dieses in dem Fall war es das Neve-Summing draufgepackt irgendwie, dass dann halt diese Neve-Konsole nachbildet, dann auf alle Spuren eine Tape-Emulation draufgepackt und ich glaube, ich habe auf 2 Spuren noch ein 1176 draufgepackt. Der Rest war Panorama und Fader. Mhm. So, also nichts Großartiges, keine Magie oder sonst was irgendwie. Und als ich dann fertig war, haben wir das dann direkt neben das Gleiche in Logic laufen lassen. Also ich habe bis auf das Summing halt, habe ich im Prinzip auch das gleiche Tape-Plugin genommen, was ich ja in Logic auch nutzen konnte, die gleichen Einstellungen genommen und dann gegeneinander gespielt. Und es war wie Tag und Nacht. Ohne das, also die Luna klang, ist das erste Mal, dass ich sage, eine DAW klingt. Naja, gut, jetzt muss man, finde ich, da auch so ein bisschen aufpassen, weil es ist natürlich, du weißt ja auch wieder nicht, Beispiel jetzt so ein Tape-Plugin oder so. Tape ist ja
hat ja mehrere Faktoren, wie es den Klang beeinflusst. Ja. Das ist ja auch ganz klar frequenzmäßig. Das heißt, je nachdem, was du für ein Setting hast, hast du beispielsweise entweder bei 50 oder bei 60 Hertz, je nachdem, ob du American oder European, natürlich hast du entweder bei 50 oder 60 Hertz ja diesen Bump, nennt man das ja dann, Analog-Bump, ne? Und je nachdem, ob du 7,5, 15, 30 IPS einstellst, ja auch den Roll-Off in den Höhen. Wie scharf du das Tape anfährst und so weiter. Der Eingangspegel und so. Das heißt, man muss bei solchen Dingen, bei so analogen Geschichten, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen. Es verändert sich was. In dem Fall, ich will jetzt gar nicht deinen Versuchsaufbau in Frage stellen, aber kann sein, dass du ja, wenn du jetzt andere Spuren reinlässt, vielleicht sagst, also von einem anderen Projekt, anderer Song, was auch immer, dass du sagst, naja gut, klingt anders, aber vielleicht nicht unbedingt besser. Ja. So ist es ja ganz oft mit analogen Emulationen, dass man denkt, keine Ahnung, ich mische jetzt hier einen Song oder habe vielleicht einen Song produziert mit meiner Band oder was auch immer und ich habe einmal ein Fairchild von Universal Audio oder von Waves oder von was auch immer auf die Vocals gemacht und es klang halt super. Ja. So, und dann gibt es ja dann die Leute, die sagen so, das ist jetzt meine Vocal Chain, das mache ich jetzt immer. Ja. So, und dann kommt ein Song, der völlig anders ist, wo die Aufnahme völlig anders ist. Und gerade jetzt zum Beispiel so ein Fairchild ist ja auch so ein bisschen tief mitten fokussierter ganz oft. Das ist so ein bisschen runder, aber auch matschiger wird. So, als Beispiel jetzt. Ja. Das ist jetzt so mein Eindruck zum Beispiel. So, und das kann bei dem einen Song... Du meinst aber nicht den von Waves, ne? Den kenne ich nicht, weil der heißt ja nicht Fairchild, sondern anders. Ich hab's vergessen, wie der heißt. So ähnlich. Oder vielleicht heißt er doch so. Ich weiß nicht. Nee, Pultec heißt Puigchild heißt der, genau. Ja, genau, Puigchild, genau. Ja, ist ja auch egal. Ich will ja auch nicht so viel über Waves herziehen. Ne? Es gibt ja auch Waves-Plugins, die wirklich toll sind, aber eben nicht auf meinem Rechner. Ja. So, wo war ich? Genau, und es kann einfach sein, dass ja zum Beispiel diese Summing-Geschichte oder die ganze Take-Geschichte vielleicht bei dem anderen Song gar nicht so cool ist. Ja, aber ich kürze das ab an der Stelle. Also wir haben tatsächlich die Luna, also der AB-Vergleich war die eine Sache, aber die andere Sache war einfach, dass es einfach in der Luna besser klang. Und wir uns beide angeguckt haben und gedacht haben, wie lange wir jetzt so in Logic geschraubt hätten, um diesen Sound hinzukriegen. Mhm. Manchmal hat man ja so eine Magie, die man nicht benennen kann, wo du einfach sagst, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber es ist mir auch völlig egal, was da passiert. Genau, du musst ja nicht immer alles wissen. Nee, eben, das ist also, das war uns in dem Moment tatsächlich egal, weil der Aufwand, den wir betrieben haben, um diesen Sound hinzukriegen, der war so gering, dass wir gedacht haben, ja, warum soll ich mich denn jetzt in Logic abmühen, da irgendwie diesen Sound? Nee, wir haben das dann einfach in Luna fertig gemischt, das Drum, rübergeschoben. Fertig. Ende aus, Mickey Mouse. Ja, ich kann zu Luna leider nichts sagen, weil mir das natürlich verwehrt bleibt als Windows-User. Ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, dass gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht jetzt, in dieser Woche Apple was Dickes rausgehauen hat. Genau, die neuen Prozessoren von Apple sind ja schon, räumen ja den Markt sowieso schon seit 2020 auf. M1 oder ist das ja, ne? Der neue Mac ist rausgekommen, was sehr interessant war, weil ich schiele immer schon so ein bisschen. Ich habe ja so einen Hackintosh, ne? Also so ein PC, den ich umgebaut habe zum Macintosh. Darf man das öffentlich sagen oder wird man dann eventuell gesteinigt? Ich weiß von ganz vielen Pro-Mischern und Pro-Audio-Ingenieuren, die alle einen Hackintosh haben. Warum auch immer, keine Ahnung, die einen wollen Kohle sparen, die anderen wissen einfach, dass man da deutlich mehr Power einfach bekommt. Und mir persönlich, ich komme eigentlich aus dem Windows-Lager, habe dann irgendwann aber mein Logic vermisst, Logic lief nur auf Apple, dann habe ich gesehen, dass die Intel-Macs rauskamen damals, habe das ausprobiert, weil ich auch Bastler und Tüftler bin, es hat funktioniert und dann bin ich da hängen geblieben, weil das Betriebssystem so ultra einfach ist. Ich muss mich nicht mehr mit Treibern auseinandersetzen, Updates werfen mich nicht um Lichtjahre zurück oder machen meinen Rechner unbrauchbar, also, obwohl das kann ich nicht zu 100% bestätigen. Das Apple macht schon so manche Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Aber vor allem die Einfachheit, das System zu bedienen, ist einfach schon großartig. Und ich schiel halt seit längerem auf diese M1 Macs, weil ich speziell im Bereich Videobearbeitung, Audio habe ich überhaupt gar kein Problem, aber speziell im Bereich Videobearbeitung ist es so, dass die Intel Macs mehr und mehr an ihre Grenzen kamen. Irgendwie. Und diese M1 Chips, die da gebaut haben, können das halt einfach. Warum? Ist mir auch völlig wurscht. Und jetzt hat Apple halt diesen Studio Mac rausgebracht. Ja. Also es gibt ja den Mac Pro, der ist noch aktuell Intel befeuert. Die Käsereibe, wie sie auch genannt wird. Es gibt die MacBooks, MacBook Air, MacBook Pro. Es gibt den Mac Mini, der schon wirklich mit dem M1 Chip super war. Und jetzt eben das Studio Ding. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, ich will das auch haben.
Das heißt, letzten Endes müssen wir einfach nur noch viel, viel aufwendigere Videos produzieren im Recording-Blog, wo noch viel mehr vielleicht so, wie heißt es dann, ein Video, wenn diese virtuelle Berechnung wenn man halt so Science-Fiction-mäßig Sachen halt so nachstellt, so virtuelle Hintergründe und virtuelle... So Augmented Reality oder was meinst du? Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Wenn das, was dann teilweise auf irgendwelchen Farms gerendert wird sozusagen. Ach so, ja, also das diese ist ja heutzutage schon fast gar nicht mehr nötig. Guck mal, der Prozessor im Ausgangs-Mac-Studio, der da verbaut ist, der ist in der Lage, 9 8K-Streams parallel abzuspielen, ohne zu ruckeln. Ja, jetzt reden wir ja über den Mac, den du haben willst. Ja, ja, warte. Ich komme gleich zum Punkt. Ich arbeite mit 4K-Video als Ausgangsbasis und spiele aus in Full HD. So, also die Datenmenge von Full HD auf 4K ist vierfach, ne, weil du Full HD viermal in 4K reinkriegst. Und die Datenmenge von 8K ist viermal die von 4K. Das heißt, ein 4K-Stream kriegst du viermal in einen 8K-Stream rein. Davon kannst du 9 gleichzeitig mit dem aktuellen Prozessor, mit dem kleinsten Prozessor aus dem Mac Studio abspielen. Mit anderen Worten, den Rechner wirst du auch in 10 Jahren wahrscheinlich nicht ans Limit kriegen. Und das ist das Geile an der ganzen Geschichte, weswegen ich da auch im Prinzip so heiß drauf bin. Das Ding ist klein, es sieht gut aus. Es kostet verhältnismäßig viel Geld. Die Ausgangsbasis kostet 2.300 Euro. Das ist eine Menge, ne? Ja, aber wenn ich überlege, dass ich mein MacBook auch schon seit 10 Jahren habe, und wenn ich diesen Rechner auf 10 Jahre rechne, kostet mich dieser Rechner pro Jahr 230 Euro brutto. Also mal Steuer, egal, ne? Aber 230 Euro pro Jahr. Und wenn ich dann überlege, wie oft ich einen Windows-Rechner neu kaufen würde, alle 5 Jahre, komme ich auch auf denselben Preis. Aber ich bin mit derselben Maschine unterwegs, meine Updates kriege ich kostenlos. Logic und Final Cut habe ich einmal gekauft, brauche ich nie wieder kaufen, weil die Updates sind kostenlos und so weiter und so fort. Es wirkt auf den Anfang immer erst ein bisschen teuer, aber die Leistung stimmt, das Design stimmt, die Software stimmt für mich persönlich und ich kann in dem Zuge halt auch, mein Hackintosh ist in so einem 4HE 19 Zoll Gehäuse untergebracht irgendwie. Das könnte ich komplett entfernen aus dem Studio. Ich hätte also jede Menge Rackspace übrig, um noch einen Manutec dahin zu bauen. Okay, also um mal drei Sachen mal kurz zu äußern. Ja. Punkt 1 ist natürlich, Jonas wird nicht gesponsert von Apple für diese flammende... Ich bin einfach nur ein Fanboy. Genau, also für diese flammende Rede wird er nicht gesponsert. Punkt 2 ist, ich bin ja Windows-User, zumindest zu 99%. Ich habe zwar auch ein MacBook. Bist aber du pragmatischer Windows-Nutzer oder bist du überzeugter Windows-Nutzer? Ich glaube eher pragmatisch und dadurch aus Überzeugung, weil ich habe ein MacBook, mir vor, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist, 2013er oder irgendwie so die Ecke, weil ich habe lange gesucht nach einem, oder hatte auch den einen oder anderen Windows-Laptop mir gekauft und dann irgendwie wieder zurückgeschickt oder so, weil ich zu dem Zeitpunkt, mache ich immer noch, aber zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel mobile Recordings gemacht habe. So im Orchesterbereich und sowas. Eben also Live-Konzerte mitgeschnitten, Chor, Orchester. Oder eben halt richtige Produktion irgendwo vor Ort gemacht habe. Ich habe einfach kein gutes Modell gefunden. Ich hatte, ich glaube von Acer war einer, der super Probleme mit dem Lüfter hatte. Nicht laut, also ja auch laut, aber eben dadurch auch dann immer Leistungsprobleme hatte. Ja. Und von Dell hatte ich einen Laptop, der schon deutlich besser war, aber der auch irgendein Problem hatte. Zumindest war es so ein großes Problem, dass ich das Geld einfach wieder zurückbekommen habe, nachdem ich ihn eingeschickt habe. Oh. Und bin dann genau auch an diesem Punkt gelandet, dass ich gesagt habe, ja komm, scheiß drauf, auf gut Deutsch gesagt, jetzt gibt's halt ein MacBook dann läuft's das irgendwie, ne? Ja. So. Und das Problem war, zu dem Zeitpunkt habe ich noch mit Samplitude gearbeitet, zumindest auch mit Samplitude gearbeitet, von Magix ist das. Aber das gibt's nicht für Mac, ne? Genau, das gibt es einfach gar nicht für Mac. So, das heißt, aus dem Grund
hatte ich dann quasi das, was du hast, hast Hackintosh und ich habe Bootcamp, so, nennt sich das ja dann, auf dem dass du Windows auf dem MacBook Mac betreiben kannst. Ja. So. Und das war aber auch nicht cool, weil es natürlich gewisse Kommunikationsprobleme gibt. Mhm. Also zwischen Hardware und Software tatsächlich nicht, aber alleine solche Dinge wie Tastenkombination, ja. Also jetzt gibt es ja immer, es gibt ja ein paar Sachen, die meisten werden das wissen, dass es ja Unterschiede gibt in der Tastatur zwischen Windows und Mac. Ja, das Ad-Zeichen zum Beispiel. Das Ad-Zeichen ist beim PC auf Alt Q. Ja. Und das Ad-Zeichen beim Mac ist auf Alt. Ja, und das hat auch was mit Shortcuts und so zu tun. Ja. Also die halt dann anders liegen einfach. Und da gab es immer wieder Probleme. Und das Arbeiten für mich in der DAW war eigentlich eine Katastrophe. Es hat halt funktioniert, weil ich Windows hatte auf dem Mac. Ja, ja. Und die Hardware ist natürlich top, sodass ich nie Probleme performance-technisch hatte. Ja. Aber ich bin dann sowieso immer weiter zu Studio One schon gewechselt in den Zeitpunkt, bis ich dann vor ein paar Jahren dann komplett dann rübergegangen bin. Weil mich da ein netter Kollege draufgebracht hat. Und seitdem, dann habe ich das Bootcamp irgendwann runtergeschmissen und arbeite ganz normal auf dem Mac-Betriebssystem halt. Ne? Ja. Wenn ich mal irgendwie mit dem Mac was mache, das meiste, was ich damit mache, ist aber so Bürokram, weil ich den halt zu Hause im Homeoffice sozusagen stehe. Und Internet wahrscheinlich, ne? Internet, ja, bisschen Office-Kram, sowas in der Richtung, ne? Ja. Heißt aber auch, wenn ich mal damit jetzt arbeiten muss oder wenn ich zum Beispiel irgendwelche Live-Recordings mache oder so, wohlfühlen tue ich mich ehrlich gesagt nicht, wenn ich dann Studio One bediene quasi auf dem Mac. Ach so, okay, das wollte ich nämlich gerade sagen. Studio One ist ja, deswegen habe ich ja unter anderem auch Studio One, weil das eben auf PC und, also auf Windows-PC und Macintosh läuft. So kann ich für die Windows-Gemeinde auch Tricks zeigen in einer DAW, die sie auch sehen können. Genau. Weil Logic läuft ja nur auf dem Apple. Ist der Unterschied so groß? Nee, das ist einfach, glaube ich, die ganze Haptik quasi so ein bisschen, die mich stört. Dass es eben teilweise ganz leicht andere Tastenkombinationen sind. Ich bin halt einfach nicht so schnell, ich muss über Dinge nachdenken oder stelle Dinge erstmal nochmal in Frage oder sowas. Es hat mit Sicherheit auch andere Gründe, für die der Mac gar nichts kann. Grundsätzlich Bildschirmgrößen natürlich ist anders als im Studio. Das sind natürlich Dinge, über die man sich dann in erster Linie nicht Gedanken macht, sondern dann erst auf den zweiten Blick vielleicht dran denkt, dass auch solche Dinge einen beeinflussen. Ne? Es gibt aber auch andere Software, zum Beispiel die Notationssoftware Finale, die grundsätzlich ein etwas anderes Layout tatsächlich beim Mac hat. Ich weiß gar nicht, wie es in der allerneuesten Version ist. Ich bin gar nicht mehr so viel im Notenbereich. Ich kann keine Noten. Wie kriegst du einen Gitarristen leise? Gib ihm Noten. Ja, genau. Heieiei. So einfach ist das bei dir. Ja, ja. Ja, sehr gut. Muss ich mir merken. Nee, aber ist halt dann, wenn es so ein bisschen anders ist und du bist es anders gewohnt und arbeitest sonst halt fast blind und dann. Das ist natürlich, das kann ich gut nachvollziehen. Dann gibt man schnell mal dem Betriebssystem die Schuld. Also, was mich halt extrem abnervt an dieser Windows-Geschichte. Und ich habe einen Windows-Rechner natürlich zu Hause. Meine Streaming-Software läuft zum Beispiel, mit der ich die Livestreams mache, läuft nur unter Windows. Deswegen läuft die auch so stabil. Ja. Ja, da gibt es noch eine separate Geschichte zu. Auf jeden Fall. Nee, aber was mich halt wirklich ärgert, ist zum Beispiel, dass Windows nach irgendwelchen Updates plötzlich irgendwelche Dinge einfach nicht mehr macht. So, ich hab ein altes Moto-Interface zum Beispiel gehabt, das Ultralight Mark III, das hat einwandfrei an meinem Streaming-Rechner funktioniert. Plötzlich geht es nicht mehr. Und ich habe es dann abgezogen, habe es an meinen Mac dran gesteckt, um zu kontrollieren, ob es kaputt ist irgendwie. Aber es ging alles. Also am PC lief es nicht mehr. So, dann habe ich das ausgetauscht gegen den Focusrite. Dann gab es andere Probleme. Dann Treiberinstallation, dass ich überhaupt darüber nachdenken muss, einen Treiber zu installieren. Dann habe ich irgendwann mal ein Video gemacht, irgendwie zwei USB-Mikrofone an einem Windows-Rechner anschließen. Eine Sache, wo kein Mac-User darüber nachdenkt, weil am Mac kannst du 25 Audio-Interfaces von den unterschiedlichsten Herstellern alle zusammenfassen und in jeder DAW benutzen, als wenn es nur eins wäre. Und im Windows-PC kriegst du es noch nie mal hin, irgendwie ein USB-Mikrofon und noch ein zweites anzuschließen. Wo du sagst, oh Leute. Ach Jonas, das braucht man ja auch nicht. Ja, natürlich nicht. Wenn man einen Podcast zum Beispiel mit zwei Mikrofonen aufnehmen wollte und kein Audio-Interface hat, dann kommt man natürlich nicht auf die Idee, zwei USB-Mikrofone zu kaufen und anzuschließen und dann festzustellen, dass es beim Windows-PC nicht, unabhängig davon, ich will gar kein Bashing machen. Windows hat seine Berechtigung, genauso wie der Mac. Es ist nur bei mir so, dass ich halt speziell, was die Video-Performance tatsächlich extrem neidisch, gerade auf diese neuen Prozessoren, auf die neuen Rechner gucke, weil da einfach das
die Videoperformance an meinem Rechner ist okay. Und ich habe einen i9-9900. Der hat 8 echte Kerne und virtuell zusammen 16 Kerne. Der hat 32 GB Arbeitsspeicher. Ich habe insgesamt, glaube ich, 8 Terabyte SSD-Speicherplatz da drin. Ich habe eine Grafikkarte von jenseits von Gut und Böse. Das ist ein Windows-Rechner, wo du auch schon Tausende auf den Tisch legst irgendwie. Also weniger als für einen Mac Pro, aber schon richtig Geld hinlegst. Und trotzdem reicht mir die Performance nicht aus, weil die Software, weil der Rechner mich einbremst einfach. Ich bin schneller als der Rechner. Normalerweise ist es so, dass der Rechner auf den User wartet. In dem Fall ist es aber umgekehrt. Ich muss einfach bei Videobearbeitung immer auf den Rechner warten. Und du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. So, ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Genau, die Uhr tickt ja auch runter. Gut, dass du es erwähnst. Die Zeit tickt runter. Alle, die uns jetzt zuhören, beziehungsweise auch zuschauen, der Jonas hat eben noch zu mir gesagt, lass uns aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden, und hat hier gerade 20 Minuten nur über Konfiguration seines Hackintosh erzählt. Ja. Also, liebe Leute, mal, wie tief ich drin bin, wenn ihr mal Probleme mit euren Rechner habt, IT-Service. Du wirst lachen. Ich habe meinen ersten Rechner 1993 gebaut. Selber gebaut. Also ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich finde das ja gut. Also und meine Priorität war immer darauf, leise Rechner zu bauen. Früher ging es nicht, leise Windows-PC zu bauen. Ich habe die gebaut und dann seitdem baue ich halt Rechner, immer wenn ich sie brauche. So. Und bei dem Mac ist es jetzt aber das allererste Mal, dass ich sage, hey, ich würde wieder einen Rechner von der Stange kaufen. Das Einzige, was ich an dem nicht betreiben kann, ist meine Einsteckkarte von der UAD. Ich habe noch so eine 2DSP-Karte. Ach so, die könnte ich nicht mehr benutzen. Diese ganz alten, ja. Ja, ich habe aber zwischendurch auch externe Boxen, so wie du auch. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber insgesamt ist es einfach... Accelerator. Ja, aber wir können jetzt mal aufhören mit dem Thema. Die M1 Max, gut, dass du es gesagt hast, der Studio-Rechner, ja, ich liebäugel damit, ob ich den brauche oder ob ich den nicht, weiß ich jetzt noch nicht genau, ob ich den kaufe oder nicht. Wenn, dann wäre es halt der Fanboy in mir. Auf der anderen Seite weiß ich genau, wenn ich ihn habe, dann freue ich mich darüber, dass ich über Rechenleistung nicht mehr nachdenken muss, und zwar die nächsten 10 Jahre nicht mehr, über Videoleistung nicht mehr nachdenken muss. Aber das ist ja so wie immer, wenn du letzten Endes irgendwas upgradest oder updatest. Jeder hat ja da so seine eigene Schwelle. Jo. Ne? Aber beispielsweise werden jetzt ja wahrscheinlich Leute zuhören, die zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich habe ein Rode NT1A und ein Focusrite Scarlett 2. Ja. Ja. Genau. Und vielleicht noch gar keine Boxen oder sehr günstige Boxen oder so. Und es ist ja auch da... sind ja diese kleinen Schritte, die du vorwärts gehst. Am Anfang gehst du meistens viele kleine Schritte, weil du denkst, dass du dadurch einen Impact, also einen Mehrwert bekommst. Ja, ne? Irgendwie, ich sage jetzt mal ganz blöd, auch wenn das doof klingt, Rode NT1A, ja, ich habe ja gehört, soll nicht so gut sein, ich habe mir jetzt das NT2 gekauft. So was, klar, ist das ein Update, ja? Aber ist es dann der gewünschte Mehrwert, der entsteht? Ne? Und so ist das ja beim Rechner letzten Endes auch. Also es bringt ja nichts auf Dauer, zumindest wenn du es als Hobby betreibst und das auch regelmäßig machst. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die alle 3 Monate meinen Rechner anmachen, um mal irgendwas aufzunehmen, sondern die 1-3 Mal die Woche vielleicht da dranhängen oder so oder häufiger, ne? Oder die es vielleicht auch beruflich oder nebenberuflich machen. Da musst du ja immer was haben, was funktioniert. Auch bei einem Hobby. Niemand, der Fußball spielt, hobbymäßig im Verein, geht irgendwie mit halb durchgetretenen Schuhen oder so abends zum Training oder sonntags zum Fußballspiel hin oder so, wo er gar nicht weiß, ob nach 10 Minuten noch irgendwas von der Sohle da ist oder so. Das macht ja auch keiner. Ja. Ne, natürlich ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass das hat mit Sicherheit ja dann auch soziale Gründe und Kaufkraft und was man so auf dem Konto hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Computer, einen Rechner updatest, dann musst du ja dann auch, wie du schon sagst, für die nächsten Jahre, ob das jetzt ein Windows-PC ist, der vielleicht ein bisschen Update oder Upgrade anfälliger ist, will ich ja gar nicht bestreiten, das Thema, aber dass du dann wirklich einen Mehrwert hast, in dem, wenn du was updatest, ne? Und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, finde ich, in der Audio-Welt, dass viele sich ja immer erhoffen, wenn ich jetzt das Plugin kaufe, wenn ich jetzt ein besseres Mikro kaufe, dann geht es richtig ab. Ne? Und vergessen dabei halt immer so, da sprechen wir ja auch ganz oft drüber wirklich, ne? Dass man einfach mal sagt, nee, du brauchst nichts irgendwie. Und auch, ob jetzt analoges Summing oder ist doch völlig Wumpe. Nee, wenn du das beurteilen kannst, ist das alles gut. Aber am Ende des Tages findet die Magie hier oben zwischen diesen beiden Löffeln statt irgendwie. Und wenn da nichts stimmt, kannst du mit keinem Plugin der Welt dafür sorgen, mit keinem Rechner und mit keinem gar nichts. Guck mal, ich habe vor vielleicht sogar 15 Jahren einem Freund einen Rechner gebaut. Mhm. Den hat er immer noch.
weil der das macht, was er von diesem, also ein Audiorechner, ne? Okay. Weil der das macht, was er von dem braucht. Der hat vielleicht, wenn der 4 Audiospuren parallel abspielt, der hat keine Plugins, die braucht er auch nicht. Der benutzt den, der spielt gerne Bass, der benutzt den zum Bassspielen, ein bisschen zum Üben keine und so weiter. Keine VST-Instrumente großartig oder null, so. Gar nicht, ne? Und der ist damit happy. Das Einzige, was wir ausgetauscht haben, war der Lüfter, weil der über die 15 Jahre halt ein bisschen laut geworden ist. So, okay. Das war's, ne? Der Rechner läuft immer noch. Und bei mir ist es so, die Rechenpower, die mein Rechner hat aktuell für Audio, da mache ich überhaupt gar kein Fragezeichen dran. Könnte ich auch in 10 Jahren noch 128 Spuren mit abfahren irgendwie. Bei mir ist es halt Video. Das ist mein Anspruch. Das ist halt da, wo ich am meisten Zeit verplemper, weil ich auf den Rechner warte, wenn der ein Video ausspielt oder so. Und deswegen würde jeder sagen, bei den Specs, die ich gerade gesagt habe, den Rechner, hör mal, gib mir den, den brauche ich. Ja, wirklich, ne? Weil da habe ich ja nie wieder Probleme und ich stehe davor und jammer über Leistung. Deswegen brauchen wir uns da, also das macht aus mir keinen besseren Musiker, keinen besseren Mischer, kein gar nichts. Irgendwie, ob ich diesen Mac habe oder ob ich den nicht habe irgendwie, ne? Weil ich habe theoretisch alles und ich habe auch praktisch alles. Es ist, gestern bin ich einfach nur ein bisschen angefixt worden. Es hat auch gut funktioniert, wie sie es präsentiert haben. Ist ja auch so. Also wenn einer von den Hörern noch eine gute Idee für einen guten Videopodcast hat, dann gerne mal die Empfehlung. Die gibt's auch auf jeden Fall. Aber die wir halten fest, Windows oder Mac ist nicht nur eine Religion. Es ist eine Sekte. Es ist vor allem ganz praktisch einfach bedingt. Irgendwie. Wenn du sagst, Samplitude läuft halt nicht auf dem Mac und das ist meine Hauptsoftware. Ja, ne? Gut, dann geht's halt nicht anders. Ja, und Logic läuft eben nicht auf dem PC. Ja. Bitteschön. Ne? Das ist halt bei mir war es halt auch einfach, ist nötig, dass ich ein Apple-Gerät habe, was ich auch betreibe, damit ich einfach zertifiziert werden kann von Apple. Als, also ich bin ja zertifiziert als Apple Digital Masters Engineer. Das heißt, ich kann eben offiziell für die Plattform Apple Music, vorher hieß das Mastered for iTunes, ja, genau, MFIT. Ja, ja. Jetzt heißt es Apple Digital Masters. Ganz kompliziert. ADM. Keine Ahnung, wie das da ist. Auf jeden Fall musst du da eben ein Apple-System haben, um diese Software von Apple zu nutzen, um die technische Korrektheit. Ist Korrektheit ein Wort? Ist egal. Die Vorgaben einzuhalten. Die Vorgaben einzuhalten. Genau. Deswegen auch ein MacBook. Ich bin da jetzt auch jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie Bock hat, sich da zu streiten, ob das Apple oder Windows besser ist oder am so. Am Ende des Tages wirst du festhalten, im Alltag ist das MacBook unschlagbar. Alles es ist gut. Leise, einfach zu bedienen, es macht, was es soll. Ich muss aber auch sagen, seitdem ich meinen Rechner habe, und das kann ich auch gerne mal sagen, ohne dass wir hier über Werbung sprechen, mein Audiorechner ist von DAX. Digital. Das ist aber ein Anbieter für spezielle Audiorechner. Genau, ne? Digital Audio Networks, genau, das sitzt, glaube ich, in Berlin. Und das sind dann auch Rechner, bei mir ist auch ein 4HE Rack-Rechner. Ja, ja, ja. Da gibt es dann erstens mal verschiedene vorkonfigurierte, mehr oder weniger bei denen dann von der Stange, obwohl die auch schon optimiert sind für Audio. Die sind vor allem auf Kompatibilität der Komponenten richtig getestet. Ne? Das ist der große Unterschied. Genau. Wenn man jetzt so wie ich keine große Ahnung hat davon, natürlich kann man sich damit sehr beschäftigen und würde am Ende des Tages mit Sicherheit auch den einen oder anderen Euro sparen, wenn du dir das Ding selber zusammenlötest nachher. Aber ganz ehrlich, da weiß ich aber auch, ich habe da aber auch einen Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Ne? A, das und B, die Zeit, die du bei der Recherche sparst, währenddessen kannst du wieder Geld verdienen. Ja, ganz und das, genau. Das rechnet sich ja alles. Und du kannst aber trotzdem ziemlich viel konfigurieren noch. Also meiner ist jetzt auch zum Beispiel komplett individuell konfiguriert gewesen. Und seitdem ich den habe, ich habe nicht ein einziges Problem wirklich gehabt. Also ich weiß noch, dass wir uns ja auch ganz oft unterhalten haben, als ich noch meinen alten Rechner hatte. Stimmt, und irgendwelche komischen Phänomene dauernd hatte, steckst wo wir immer USB-Stick dran, fump, Tastatur weg. Ja, bei mir war das doch wo du vermutet hast, dass die Grafikkarte irgendeinen Fehler hat, weil immer nach 4 Minuten exportieren in Echtzeit ich immer Audioaussetzer hatte, die überhaupt nicht erklärbar waren. Stimmt, genau. Ja. Das war die Geschichte. Ja, ja. Ne? Also dadurch, dass ich ja mit anderen... Hast du das rausgekriegt? Nee. Ja, ich habe den Rechner ausgetauscht. Das war es. Der alte Rechner... Der konnte nicht schwimmen, da haben wir mir eine andere Badehose gegeben. Ja, genau. Also letzten Endes, wir konnten es wirklich nicht rausfinden, woran es lag. Ich konnte es nicht aber sagen. Aber das ist das gleiche Phänomen wie mit dem Motu-Interface, was ich da hatte. Jetzt kann man sagen, ja, ist ein altes Interface, aber die bieten die Treiber aktuell an. Es war einfach, irgendwann wollten diese beiden Preamps nicht mehr reagieren. Die haben das Signal einfach nicht mehr an meine Software durchgeleitet. Du sagst,
Das kann nicht wahr sein irgendwie. Und erst der Wechsel des Audio-Interfaces und ein neuer Treiber, dann hat es da tatsächlich gebracht, dass ich das dann wieder funktioniert hat. Wo du sagst, oh, bitte. Es gibt aber auch Momente, und die wird jeder kennen, vor allem wir kennen die, einfach mal was ausmachen und wieder anmachen. Ja, kann manchmal schon, also das ist der beste Trick. Dazu eine super Anekdote. Meine Frau hat auch ein digitales Business und kriegt gestern, wird bombardiert mit Mails von ihren Kundinnen, die Homepage wäre nicht erreichbar. Und wir haben hin und wieder mal Probleme mit der Homepage gehabt, sodass wir dann sofort, ich bin auch, was Homepages angeht, relativ fit irgendwie, und dann sofort irgendwie, oh Gott, meine Seite ist gehackt worden. Und ich sofort rein in den FTP, ich werde das ein bisschen technisch irgendwie, in den FTP rein, auf die alles angeguckt, irgendwie geguckt, ob da irgendwelche Dateien verändert wurden, sonst was irgendwie, aber nichts irgendwie, wo ich sagen konnte, das sieht nicht nach einem Hack aus, irgendwie so. Dann nochmal in Chrome rein, so eine Viertelstunde später bei Chrome rein, Seite aufgerufen, lief. War, was war? Der Anbieter hatte ein Problem. Ja. Nicht wir. Aber sofort hast du so einen Reflex irgendwie, oh Gott, bei mir ist alles kaputt, ich bin gehackt worden. Irgendwas irgendwie. Ist passiert. Und denkst so, oh Gott, ich hatte schon überlegt, ob ich heute überhaupt kommen kann, weil wenn die Seite richtig kaputt geht, dann hätte ich heute nicht kommen können, weil ich hätte die reparieren müssen, weil da hängt halt was dran. Ne? Ja. Und das ist immer so Reflex, dass... Einer muss ja Geld verdienen, während der andere hier schön im Westmünsterland sitzend, so Kaffee trinkend. Nämlich, ich mich von meinen Freunden aushalten lasse, hier im Tonstudio zum Plaudern, so nämlich. Nein, genau, das und gleich müssen wir wieder 3 Kilometer zum Griechen fahren oder aber so. Aber du hast tatsächlich recht, das ist manchmal wirklich nur einfach nur ausmachen und wieder ja. anmachen. Und das war es dann irgendwie so. Ne? Und wie gesagt, ich habe beim Mac, keine Ahnung, ob das, egal, ich fühle mich da ganz wohl bei, das, was halt cool ist, die Kisten sind halt wirklich klein und leise, ne, und die haben halt wirklich Power bis zum Abwinken und ich wüsste die nächsten 10 Jahre, weil ich gebe auch zu, der Hackintosh ist nicht immer stressfrei, da ist schon durchaus Bastelei reingeflossen und viel Zeit reingeflossen, was gut ist, habe ich was zu basteln, ich bastel auch gerne, was schlecht ist, ich ärgere mich über Sachen, die nicht funktionieren, vor allem, wenn ich gerade mal Stress habe, Videos zu produzieren und nicht hinterherkomme, weil der Rechner streikt oder so, aber am Ende des Tages weiß ich, ich wüsste, die nächsten 10 Jahre habe ich an der Baustelle kein Fragezeichen mehr dran. Naja. Und das ist natürlich Gold wert, weil du, wenn du die Baustelle ausklammern kannst, dann ist es einfach nicht nur Gold, sondern echtes Geld wert, weil du verlierst keine Zeit mehr mit. Naja, du sparst sogar Zeit, ja, ne? Genau. Und das ist ja immer, also dieses Tüfteln und so ist immer so lange dann cool, wie du es irgendwie dir erlauben kannst, ja, genau. Wenn du Zeit dafür hast. Wenn du Dinge abliefern musst, ob das Video ist oder dann halt irgendwie im Audiobereich, wenn du da irgendwas machst, dann kannst du halt nicht mehr 23 Kompressoren pro Spur ausprobieren, welcher jetzt am besten passt. Und dann musst du auch immer mal abliefern. Ne? Ja, man muss ja einfach abliefern und Entscheidungen treffen und so weiter. Und ich meine, ich mag es nicht, wenn ich durch andere Sachen, durch externe Einflüsse ausgebremst werde. Einfach, weil das ärgert mich einfach. Ne? Weil das so verschenkte Zeit ist am Ende des Tages. Und der letzte Fehler, den ich hatte, war halt ein Hardwarefehler. Da konnte ich halt nichts für. Meine Grafikkarte, da war die Wärmeleitpaste trocken gegangen. Also um es zu erklären, du hast den Prozessor, du hast den Kühler und weil die nicht genau plan aufeinander sitzen, so wie zwei Hände auch nicht aufeinander plan sitzen, hast du halt dazwischen so eine Paste, die macht so den Vermittler zwischen den beiden. Wenn die trocknet, wird die Wärme nicht mehr richtig abgeführt, der Rechner wird langsamer oder stürzt ab. Aber da erstmal drauf zu kommen, das kommt natürlich noch eine Riesenhürde, ne? Ein 4-Zoll-4HE-Gerät erstmal abkabeln, rausholen, aufmachen, Karte raus. Traue ich mich, die Karte aufzumachen? Ja, ich traue mich. Was soll ich verlieren? Läuft ja eh nicht. Irgendwie Karte aufmachen. Ah, da ist der Fehler. Wäre mir leid, was du drauf tun. Beten, dass es funktioniert. Wieder alles einbauen. Alte Regel beim PC: Schraub's nicht zu, bevor du nicht weißt, dass es funktioniert. Trotzdem gemacht. Zugeschraubt, reingeschoben, tut's nicht. Nochmal wieder raus, wieder rein. Und ja, jetzt läuft mein Rechner wieder. Aber das ist Hab ja ich aber nicht selbst verursacht. Im Endeffekt ist ja das Einzige, was zählt, dass es am Ende auch wieder läuft und dass du arbeiten kannst. Und selbst wenn du es nur als Hobby machst, wenn du, wie bei allem, wenn du irgendwas hast und irgendwas soll funktionieren, ja. Ich hasse das auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch von der Mentalität vom Typ her. Vielleicht manchmal, nein, definitiv nicht vielleicht und nicht manchmal. Ich bin definitiv viel zu ungeduldig. Ja. Bei vielen, vielen Dingen bin ich viel zu ungeduldig und manchmal auch vielleicht etwas vorschnell, was dann Entscheidungen angeht. Und eben auch Entscheidungen wie, kann man das noch retten? Kann man das noch reparieren oder irgendwie? Oder das muss jetzt weg, da muss jetzt was Neues her. Eine Lösung, ja. Das hängt natürlich
zum einen manchmal dann einfach damit zusammen, wenn man es hauptberuflich macht, wenn ich eine Woche nicht arbeiten kann. Wenn du eine Pipeline mit 10 Songs hast, die alle vor dem Release stehen und du musst die mastern und danach sind deine Kunden weg, wenn du es nicht abliefern kannst, dann wäre ich aber auch ungeduldig. Irgendwie. Erstens das ja. Und zweitens mal eine Woche nicht arbeiten heißt halt im Dienstleistungsgewerbe halt eine Woche auch kein Geld verdienen. Ja. Also theoretisch, ich meine, du kannst natürlich Akquise betreiben, kannst alles machen, aber du kannst zumindest in der Woche eben nichts abliefern. Ne? Und ja. Das ist eben sehr, sehr schlecht. Ja, das ist fast so schlimm wie eine Woche Quarantäne, Corona-Quarantäne, nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen würde. Das ist dann für jemanden, der auf die Location angewiesen ist, in der er arbeitet, doch etwas schlecht. Von daher, Ich werd da aber auch ungeduldig, was das angeht. Natürlich ist das für mich immer so ein willkommener Schritt raus, wenn was kaputt ist und repariert werden muss. Bei uns gibt es den Spruch, wenn Papa es nicht reparieren kann, dann ist es wirklich kaputt. Und es ist auch so, das versuche ich auch immer wieder zu unterstreichen. Das ehrt dich. Das ehrt mich. Ich schmeiße halt nicht so gerne weg am Ende des Tages. Vor allem Sachen, die funktionieren oder dann mit leichten Mitteln wieder zu reparieren sind. Klar. Weil die Grafikkarte hätte ich ja jetzt auch gemäß deinem Motto austauschen können und hätte eine neue kaufen können. Und die hätte auch funktioniert. Am Ende des Tages war es Wärmeleitpaste für 6 €, die ich ausgetauscht habe. Aber das ist natürlich auch immer Know-how. Also es ist ja nicht nur Zeit. Das ist es ja eben. Ne? Sondern das ist ja Know-how. Genau. Ja, ja. Wie du schon gesagt hast, in der Zeit, wo man sich dann darüber Gedanken macht. Ich finde das auch immer so witzig. Ich bin ja zum Beispiel nicht so ein Sparfuchs. Du ja auch nicht. Also zumindest habe ich dich bisher nicht so kennengelernt. Also wenn ich ein Angebot beim Supermarkt um die Ecke sehe, wo 50% draufsteht, dann greife ich schon mal zu. Ne? Ja. Aber zumindest, wenn es jetzt so um technische Dinge, so im Studio oder Computer und so. Wer da habe günstig ich dich, kauft doppelt. Ja gut, ich meine, günstig kaufen alle gerne. Aber du bist jetzt auch jemand, ich meine, da kann man ja auch drüber sprechen, du hast ja auch alles doppelt und dreifach. Ne? Gerade auch deine ganze Videotechnik und so. Ja. Irgendwie ist ja auch alles gut. Also da habe ich das zumindest nicht so wahrgenommen. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Sparfuchs irgendwie in der Richtung. Aber man kennt es ja, Freunde oder Familie oder Nachbarn, wenn dann wirklich einige so sparfuchsmäßig unterwegs sind, dass sie lieber, keine Ahnung, sich einen ganzen Samstag oder Sonntag, wenn sie dann natürlich frei haben, sich damit um die Ohren schlagen, irgendwas zu machen, weil sie sonst einen Handwerker oder einen Dienstleister für 100 € hätten bestellen müssen, der das halt innerhalb von einer Stunde oder zwei halt macht. Ja. Oder auch 5 Minuten. Oder auch 5 Minuten, wo ich mich dann immer frage, was habt ihr jetzt genau gewonnen davon? Ne? Also wenn man, also das muss ich wirklich sagen, wenn man dann, also ich habe einen Bekannten, der eigentlich Keyboarder ist und auch ein bisschen Gitarre spielt. Aus welchen Gründen auch immer, hat er sich aber auch ein Schlagzeug gekauft. So, und ich meine, der wohnt jetzt nicht um die Ecke von hier, sondern so circa 3 Stunden entfernt. Und hat mir das dann auch irgendwie erzählt und so. Und ich habe gesagt, ja gut, wenn du mal eine Frage hast, ne, ich bin ja Schlagzeuger, Prasma oder so. So, und ein paar Monate später oder was sogar ein Jahr später war ich bei ihm zu Besuch. Und dann hat er mir erzählt, saßen schön zusammen, ein bisschen getrunken so, hat er mir erzählt, dass er neue Felle für das Schlagzeug gekauft hat. Ich habe gesagt, ah cool, das macht ja auch totalen Sinn. Ja, ne? Und das hat, da hat er mir erzählt, dass er 3 Wochenenden oder so damit verbracht hat. Welche Felle? Nee, ja, erstens mal das auch, aber als die Felle dann da waren, die Felle halt auszutauschen, dann hat er sich tausende YouTube-Videos angeschaut, wie man halt jetzt dann die Felle richtig wechselt, dass man da nichts falsch macht und wie man die dann richtig stimmt und so. Ich finde das super, ich finde das wirklich bewundernswert, wenn man sagt, ich habe da Bock drauf, will mich da weiterbilden. Ja. Aber er hätte ja auch einfach sagen können, ey Björn, wie sieht das aus? Komm mal vorbei. Ja. Das wäre ja nicht so gewesen im Sinne von, geh mal raus, ich mach das mal fertig. Ja. Sondern guck mal, so und so machst du das. Das heißt, wahrscheinlich ein Drittel, Viertel der Zeit, wäre also Zeitaufwand und gewesen. Noch einen Buddy getroffen. Eine coole Zeit hätten wir gehabt. Ja. Ne? Irgendwie ein leckeres Getränk getrunken oder was Feines gegessen. Wäre es auch gewesen. Ne? Also ich glaube, dass wir manchmal da durchaus durch diesen Wust an Infos und natürlich Wissen, was wir ja eigentlich alle haben, dass wir manchmal einfach dieses, einfach mal anrufen und sagen, ey, sag mal, ne, wie machen wir das? Oder du bist so Experte dafür, ne? So wie ich dich angerufen habe, ey, Jonas, irgendwie hier Computerproblem, ne? Was soll ich machen? Ja. Ne? Gut, da kann man aus der Ferne immer bedingt was machen oder helfen. Manchmal gibt es dann so Knicks, ne? Oder Sachen. Ja, aus- und anmachen.
Das habe ich ja versucht. Hast du schon mal aus- und angemacht? Das Schlagzeug? Nee, ich weiß, was du meinst. Aber am Ende des Tages, ja, das ist dann natürlich immer so. Also, ich meine, 3 Stunden Entfernung wäre dann schon eine Hürde für mich, wo ich sagen würde, ich würde anrufen und würde fragen, irgendwie so, ne? Ich persönlich bin chronischer Autodidakt. Ich bringe mir chronisch alles selber bei, habe da auch einen irren Ehrgeiz, was das angeht. Und geht nicht, gibt's nicht, ist auch eine meiner Maximen. Und auch eine meiner charakteristischen Eigenschaften ist, dass ich nicht so schnell aufgebe. Deswegen wäre ich da der falsche Ansprechpartner für dein Plädoyer. Aber ich kann die Idee dahinter verstehen. Naja, es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt selber keine Initiative haben soll oder sowas für Dinge, sondern es geht einfach nur darum, dass es ja nicht schlimm ist, wenn man auch mal um Hilfe bittet. Ja. Oder es geht ja dann auch nicht darum, dass jemand die Arbeit für einen machen soll, sondern einfach nur auch so eine Unterstützung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sowas manchmal ein bisschen verloren geht. Aber das kann natürlich auch ein ganz persönlicher Eindruck von mir jetzt sein. So, ne? Ja, also ich meine, klar, wir sind ja hier auf einem Medium, auch bei YouTube, in dem speziellen Film-Recording-Blog, wo natürlich viel Hilfe angeboten wird, ja, genau. Am Ende des Tages. Wobei die Leute ja auch wissen, dass wenn sie tiefer eintauchen wollen oder Bock drauf haben, dann werden sie Premium-Mitglied im Recording-Blog oder dann buchen sie mal ein persönliches Coaching Das ist natürlich klar. Wir können bei YouTube am Ende des Tages ja auch immer nur Schnipsel zeigen. Ne? Das Puzzle besteht aber aus 1000 Teilen oder mehr irgendwie. Und um das ganze Bild dann zusammenzusetzen, brauchst du im Zweifel auch mal Unterstützung und Hilfe oder Anleitung. Genau. Du kannst dir das alles selber beibringen. Das ist möglich. Wenn du das abkürzen willst, geht es über andere Wege, wie im Premium-Bereich zum Beispiel. Ne? Und wie ich halt auch immer so sage, und deswegen ist der Premium-Bereich auch so klasse, und damit schließen wir die Werbung für meinen Premium-Bereich auch ab, Wissen ist nicht Können. Richtig. Na, also nur weil du es weißt, heißt noch lange nicht, dass du es anwenden kannst. Und deswegen ist Training, Üben ganz wichtig. Und deswegen gibt es ja im Premium-Bereich halt auch die Spuren des Monats, meine Mixe, wo ich immer zeige, wie ich es gemacht habe. Und ob die so sind, wie du sie machen würdest, wahrscheinlich nicht irgendwie, so, ne? aber es ist ein Weg, ne? Und es ist mein Weg und der inspiriert dich zu deinem Weg, wie auch immer, der zeigt dir Techniken, Vorgehensweisen und so weiter. Das hilft schon und dass du halt da auch nicht allein bist, ne? Im Discord-Channel kannst du dich austauschen mit den Leuten, die da rumtummeln irgendwie. Wir treffen uns in der Mixbar, also von daher, es lohnt sich schon und damit schließe ich die Werbung dann auch an der Stelle ab. Und ich glaube, wir schließen auch diese Folge jetzt mal hier an dieser Stelle ab, sonst verplaudern wir uns nämlich noch mehr und wir kommen nicht mehr zum Griechen gleich rüber. Deswegen, die Pilotfolge, das heißt, wir setzen zur Landung an. Wir setzen quasi, der Pilot setzt zur Landung an und damit können wir auch wieder in diese Kamera reinsprechen, denn jetzt ist diese Pilotfolge weitgehend überstanden. Möchte man das fast sagen? Ja, kein Problem. Draußen, draußen wird schon gehupt. Irgendwie, ich fand es ganz sehr angenehm und ich bestehe auf einer Wiederholung auf jeden Fall. Ab dem 20. März dann quasi offiziell da überall, wo es Podcast gibt. Diese Folge jetzt exklusiv hier beim Recording-Blog. Wir werden dann wieder hier sitzen. Du wirst uns nicht sehen, denn das ist ein Audio-Podcast. Du wirst uns also hören. Kannst das abrufen über die verschiedenen Streaming-Portale. Und wenn du eine Idee für den Titel hast, wie gesagt, schreib es unten in die Kommentare rein und vielleicht bist du schon bald Namensgeber vom Podcast, vom Recording-Blog. Oder lassen wir uns dann bestimmt auch was einfallen. Oder wir nennen ihn doch, mach mal lauter. Ich finde das schon ziemlich geil. Wir sehen uns die Tage wieder. Vielen Dank, Björn. Und wir trinken jetzt ein Käffchen, gehen danach zum Griechen. Und was du auch immer machst, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass es dir gut gehen, mach's gut und Yassou.